Hallo, ihr Quirlinge. Der namenlose Held ist in Kapitel 9, Vatris Labyrinth, unterirdische Ebene 2. Da hat ihn ein Teleporter hingeschmissen, den ich mir in der letzten Episode erspielt habe. Ich habe hier ein bisschen Ratten per Fernkampfblitz schon mal unschädlich gemacht. Die Tür ist auch offen, dank Stein auf Platte. Und hier ist die nächste Platte. Was macht die? Okay, das und das hintere. Aber da ist auch sowas. Wenn ich jetzt da was drauf tue, hier. Nee, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Der hintere ist auch irgendwie an, oder? Der hintere sticht rhythmisch. Der hier sticht wohl nur, wenn ich auf diese Platte trete. Oh, das ist gemein. Ich muss mal kurz warten. Oh, das ist fies. Meine Fresse. Kann ich hier was hinlegen? Keine Ahnung, ob ich hier zurück muss auf diesem Weg. Nee, das geht nicht. Oder doch? Doch, es geht, richtig. Nach einer Zeit. Und bleibt auch offen. Okay, gut. Oh, das ist echt ein fieser Parcours hier. Das ist jetzt nicht so schwierig. Das brennt und dann brennt das da hinten. So, danke. Was ist hier? Hier waren vielleicht die Ratten. Oh, die nächsten fallen. Hier draußen war ich ja, da war ja nichts. Eigentlich kann doch hier nicht viel passieren, oder? Licht. Trotzdem mal vorsichtshalber. Stein drauflegen. Passiert nichts. Speichern. Buh. Da geht das da auf. Ich muss was Schweres drauflegen, richtig? Auch nicht. Nee. Irgendwie geht das wohl so nicht. Also hier geht das auf. Oder geht das auf oder geht das wieder zu, wenn ich auf die nächste Platte trete? Ah, verstehe. Also müsste ich... Mach es auf. Jetzt geht's zu, jetzt geht's wieder auf. Jetzt geht's wieder zu. Was er dafür spricht, dass es zu sein muss am Anfang. Auf, zu, auf, zu. Okay, nee, es muss doch offen sein. Okay, also, es ist offen. Zu, auf und durch. Okay. Nester? Nee. So, das war's. Let's play zu Ende. Es geht nicht weiter. Es geht wirklich nicht weiter. Was muss ich denn hier machen? Was ist hier zu tun? Ah, Platte. Gut. Kleiner Stein. Tut nichts. Großer Stein? Ach, geht nicht. Natürlich. Oder habe ich hier mehrere Dinge? Moment. Also hier ist vielleicht irgendwo eine Tür. Hier oder da oder so. Keine Platte. Neblig, aber keine Platte. Nix. 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 Und hier kam ich ja durch. Das einzige Neue jetzt ist das da. Na gut, ich kann ein paar mehr Steine drauf tun. Eins. Aha, zwei braucht er. Gut. Geht's
jetzt hier durch? Das hier, da war ich, na, ganz am Anfang. Ach, hier ist ein Hebel. Guten Morgen. Erstmal gucken, wofür der Hebel gut sein könnte. Gibt's hier Fallen? Nee. Ich habe hier zwei Hebel. Okay. Hier in dem Bereich war ich doch gar nicht. Ist da ein Geheimversteck? Was macht das hier? Gegner? Check. Nee. Nichts in unmittelbarer Nähe. Fließendes Wasser. Direkt hinter der Tür ist auch kein Gegner. Ich habe hier einen Hebel. Was macht der? Macht hier auf. Oh, da hinten ist einer. Bleibt das hier offen? Ist das Vatris? Nee, der Vatris ist doch bestimmt im, auf der 10. Stufe. Das bleibt hier offen. Was macht denn dann? Also was? Ach, vielleicht machen die Hebel nur den Rückweg auf. Es kann sein, dass der Hebel jetzt hier aufmacht, dass ich zurücklaufen kann und nicht wieder durch dieses Labyrinth muss. Genau. Einmal hüben und einmal drüben. Ja. Das war das ganze Geheimnis. Und hier drin, was ist denn das hier für eine... Hier ist da auch ein Gang, da war ich doch gar nicht. Da ging es aber auch nicht rein. Hier ist eine Sackgasse. Ist hier irgendwas Besonderes? Ich guck mal gerade hier hinter das Gitter. Hier ist nur diese Trittplatte. Vielleicht ist es deswegen abgesperrt, weil hier diese Trittplatte ist, die man dann nur mit Gewichten benutzen kann. Okay, also da ist ein Räumchen. Ich bin nicht sicher, ob das offen bleibt. Speichern. Buh. Das könnte der Aufstieg sein. Was sagst du mir? Experimental Labyrinth. Nicht gut. Das ist ein Kristallmagie-Zombie-Bergarbeiter, Kollege von Vatris. Ah. Geheimnis entdeckt. Ich habe einen Kristall gefunden, glaube ich. Hier an dieser Stelle. Laboratory. Laboratory. Mine. Wie mein? Das geht zur Mine? Also da geht's ins Labor. Das hier ist das Experimental-Ding. Experimental Labyrinth. Genau, da habe ich mich durchgeschlagen. Und hier geht's zur Mine wieder. Licht. Wo kann ich was aufmachen? Da. Natürlich geht das auf. Warum kann nicht einfach das aufgehen? Okay, ist er eingesperrt? Der sieht aus wie Vatris, es tut mir leid. Nicht angreifbar. Es wird wohl Vatris sein, oder? Auf jeden Fall irgendwas, was... You can fight. I'll give you that. You've earned your freedom. Go, but don't look back. I won't be so generous next time. I bet you can see Talia from your window. What's left of it. What you left behind after you killed all the men and women. After you took all the children and enslaved them here. What choice did I have? Did you think I would have men and women mining crystals? So that they would become possessed? Ja, so wie du. Possessed like you mean. You're a perfect example of what the crystals do to men. A perfect specimen. I'll have your head, Watcheries. One day, not so long from now, my power will be great enough to rule the whole realm. And not like the pitiful council. I will rule! There will be no war, no crime. It will be the dawn of a new era! Oh, man. And all at the cost of a few dozen lives.
But you're too foolish to see that. You even reject the freedom I offer. Good. You've made your choice. Und plopp weg. Okay, das war der unvermeidliche Dialog mit dem Obermotz. Kurz vorm großen Showdown. Okay, ich komme nur voran. Vielleicht. Sind hier Gegner? Ja, da sind Gegner. Oh, was bist denn du für einer? Wo kommst denn du her? Und wieso kann ich dich... Ich habe gerade durch dich durchgeschossen. Oh, scheiße. Wie soll ich denn hier... Na, ganz toll. Oh, je. Yeah. Bumm. Ich müsste euch beide irgendwie... Oh, je. Yeah. Das ist doch eine Todesfalle hier. Wie soll ich denn das überleben? Zwei Frontenkriege sind immer doof. Und RIP. Da brauche ich einen zweiten Anlauf. So, ich brauche ganz schnell ein lauschiges Eckchen. Oh, aber nicht das. Ich brauche ein lauschiges Eckchen, habe ich gesagt. Wieso kann ich denn nicht voran? Ich kann nicht vorlaufen. Warum denn nicht? Na gut, wenn die anderen nicht kommen, ist mir das recht. Ich brauche Mana. Und Feuer, Feuerball, Feuerball, Feuerball. Bumm. Und einfrieren. Blitzen. Das Dürfste, was man machen kann, ist da hinten stehen zu bleiben, glaube ich. Bumm. Licht ist mir gerade egal. Treffen durch den Kollegen sowieso nicht. Komm nochmal. Komm, 8. Grüne 8. Ach. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, sage ich. Geh weg. Oh, es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Jetzt reicht's aber. Oh, das war einer mit dem Kopf. Scheiße. Auweia. Das sind Zauberzombies. Alles klar. Da hinten ist der nächste Gegner. Ich bleib mal kurz hier stehen, bis sich alles regeneriert hat. Okay. Ich finde übrigens was, einen Edelstein besetzten Schlüssel. Und hier einen Kristall. Und hier noch einen. Ich denke mal... mal hier hingehen. Gut, dass du mich gerade nicht gesehen hast. Weißt du das? Das war echt... Au! Oh. Ich denke, du brennst fröhlich vor dich hin und bist gar nicht in der Lage, hier zu zaubern währenddessen. Das war total doof. Nix da. War das Stille? Nee, was war denn Stille? Ich weiß es nicht. Das war vielleicht Stille. Bumm. Oh, hast du aber einen großen Fuß hier. Ich kann gar nicht mehr nach vorn laufen. Auch Mana. Blitz ihn mal. Und lass ihn wieder brennen. Der scheint noch gefährlicher zu sein als der andere, weil der irgendwelche komischen Dinger auf mich zaubert. Und ich weiß leider nicht mehr, was Stille ist. Mist. Aber im Moment sieht es ganz gut aus. Wird irgendwie gehen, hoffe ich. Rums. Komm, grüne 8, geh weg. Jawohl. Noch ein, zweimal blitzen, dann sollte es das gewesen sein. Aua, dieser Kopf, ey. Der nächste Edelstein besetzte Schlüssel. Was ist denn hier eigentlich Stille bei mir? Sturm, nee. Frostfeld, Genesung. Konzentration, Frostbolzen, Frostdingensbummens, oh je. Stille.
Ach, das war rechts nach unten ziehen. Das habe ich gemacht. Das hat aber irgendwie nichts geholfen. Kann aber sein, dass der außer Reichweite war. Dass das nur geht, wenn das Vieh direkt vor mir steht. Die Fackel lasse ich mal drin. Keine Verwendung mehr für Fackeln. Zwei Kristalle. Noch irgendwas? Da war Vatris drin. Aha, hier. Die Dinger einsetzen. Licht machen, Tür geht auf. Habe ich jetzt hier alle? Teleport to the tower level. Entrance with Lord Watrous's permission only. Aha. Das ist wohl der Levelausgang, oder wie? Diesmal in Form eines Teleporters. Ob ich wohl alle Geheimverstecker habe? Da in die Mitte kann ich nicht rein, da ist diese fiese Grube. Aber da liegt auch nichts augenscheinlich. Und es waren nur zwei Zombies. Ja. Also da am Anfang doof stehen zu bleiben, ist das Schlimmste, was man machen kann. Man muss hier irgendwie weggehen. Hier hinten kann man vielleicht ein bisschen laufen. Aber wenn die einer da steht und einer da steht und dann ist man an so einer Ecke wie hier, dann kommt man einfach nicht voran. Da ist zu, geradeaus kann man nicht gehen und... Ja, da geht's dann auch nicht. Hupsala. Fast noch den Heldentod gestorben. Den unabsichtlichen. Heil dich mal. So. Levelausgang? Fragezeichen? Das ist der Levelausgang, jawohl. Ich bleibe nach wie vor treu den Sachen, die ich hier habe. Plus 2 Intelligenz und plus 1 Geschicklichkeit, so wie seit Anbeginn des Spiels. Mach zu. Und jetzt? Levelausgang. Geheimverstecke, Daumen drücken. Okay. Ich habe ein Versteck nicht gefunden. Scheiße. Nein. Ich habe ein Versteck nicht gefunden. Oh je. 3 Verstecke. Moment mal, 3 Verstecke stimmt doch gar nicht. Ich habe doch... Drei Verstecke stimmt nicht. Ich habe doch... 2 gefunden vor meinem Urlaub, dann 1 in der letzten Episode und jetzt in der habe ich doch diesen einen Brunnen davon. Okay. Das ist jetzt doof. Was mache ich denn jetzt? Ich komme doch hier gar nicht wieder raus, oder? Oh je. Sag nicht, ich muss das ganze Level jetzt nochmal spielen, weil irgend so ein Ding nicht getriggert hat. Das kann eigentlich nur der Brunnen gewesen sein. Aber da hat es doch auch Bling gemacht. Aber ich komme ja auch nicht wieder raus. Scheiße. Oh, ist das übel. Meiner Ansicht nach habe ich alle Geheimverstecke gefunden. Punkt. Es geht jetzt nur darum, ob ich die Steam-Errungenschaft habe oder nicht. Die hätte ich schon ganz gern. Aber dafür das ganze Level nochmal spielt. Das ganze Level hier... Nee, das ist doof. Dann verzichte ich lieber drauf. Ich bin der Meinung, ich habe alle 4 gefunden, auch wenn das Spiel das jetzt irgendwie nicht zählen will. Kann ich es auch nicht ändern. Du zählst doof, Spiel. So, weiter zum nächsten Level? Ja. With Watrous near and nowhere for him to run to, the hero felt his quest drawing to an end, whatever end that might be. Despite fighting dozens of enemies and being wounded many times, he felt strangely powerful. He knew that it was the crystals showing him what he could have, what he could become if he embraced them with all his heart. On some level, he knew it would be wise to use them as little as possible. It was all too likely that their ability to amplify magic would eventually be his downfall. War das gerade der Hinweis darauf, dass ich im Kampf gegen Vatris die Kristalle nicht anwenden sollte? Das wäre nicht so schön, weil genau dafür habe ich sie aufgehoben. Oh je. Ja, und hier schließt sich der Kreis. Das ist genau die Ebene, wo ich doch am Anfang schon war, richtig?
Ebene 2, aber ich glaube, ich war Ebene 1 ganz im ersten Kapitel, wo ich dann inhaftiert worden bin. Lang ist's her. Und ich sehe hier auch nichts anderes, was hier schon aufgedeckt wäre. Ja, das mit diesem blöden Versteckzähler, das ärgert mich jetzt aber wirklich. Aber da kann man nichts machen. Ich wollte es auf keinen Fall nochmal spielen, das Level 9. Ja, liebe Querlinge, das Video ist noch nicht so wahnsinnig lang. Aber trotzdem mache ich hier mal einen Schnitt, weil es bietet sich einfach an, hier mal eine Pause zu machen. Und weiter mit Kapitel 10, Vatris Turm Ebene 2, geht's dann ab dem nächsten Teil. Bis dahin!